Hello Friends, Michael Buchinger hier. Als ich noch ein Teenager war, bestand ein wilder Abend für mich daraus, meinen Sims den Zugang zur Toilette zu versperren und manchmal auch die Poolleiter zu entfernen. Ihr merkt, ich war ein richtig rebellischer Jugendlicher. Mittlerweile bin ich erwachsen. Erwachsen. Und ich dachte mir, es ist vielleicht an der Zeit, mich langsam wieder ranzutasten an die Sims 4. Von The Sims 4 gibt es eine kostenlose Game-Time-Version, in der man das Spiel 48 Stunden lang testen kann, bevor man sich zum Kauf entscheidet. Und ich dachte mir, heute spiele ich wieder The Sims 4 und angle mir ein heißes Date. Sul, sul. Okay, ich drücke jetzt auf dieses Dreieck und ich schaue, was passiert. Jetzt geht's los. Okay, nein, dich. Wie bitte? Also beware. Ja, ich möchte aber dein Aussehen verändern, Lady. Na. Was ist das? Wähle ein Bestreben. Liebe. Das einzige Gut Gottes, das wir nicht kaufen können. Mag keine Kinder. Willkommen in meiner Welt. Kleptomanisch. Du gefällst mir. Dein Name lautet Sophie Buttonwood. Eine waschechte Britin. Jetzt mache ich das gleiche, was ich auch bei so ziemlich jeder schweren Prüfung mache. Betrügen. Motherload, Motherload, Motherload. Ich kriege nicht genug von diesem Geld. Ich liebe Geld. So. Jetzt hat sie ein unheimliches Vermögen und kann womöglich endlich umziehen. Bitte zurück. Lieber Computer, bitte geh zurück in die Übersicht. Fantastisch. Dein Sim ist jetzt inspiriert. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Nein, danke. Ach, sie ist doch schön. Sie lebt so direkt am Meer. Und wenn das Date später nichts wird, kann sie sicher darin ertränken. Na, machen wir mal Online-Dating. Kontakte knüpfen, mit Travis Scott chatten. Warum nicht? Siehst du, sie ist schon bereits verliebt. Das geht sehr schnell. Das haben wir gemeinsam, Sophie. Ich sage, Sophie, du und ich, wir gehen jetzt auf irgendein öffentliches Grundstück und jagen nach Männern. Ha? Was sagst du? Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Fluss? Da finden wir vielleicht ein paar Leichen. Ist das, bist du ein Mann? Hallo? Ich finde das so super. Ich wünschte, im echten Leben könnte ich so Ausschau halten nach Männern. Bist du cute? Nein, nicht wirklich. Bisschen zu alt. Wobei, dieser hier, also von hinten sieht er schon mal sehr toll aus. Wer ist das? Travis Scott, ja, mit dem du gerade chatten. Wie geht denn das? Ja, jetzt ist er wieder weg. Siehst du, Sophie, TikTok. Wenn man zu lange wartet, dann sind die Männer schon wieder ganz woanders. Jetzt würde ich sagen, du klickst auf dein Handy und kontaktierst unseren guten Freund Travis Scott. Sie reden über Lamas. Jetzt die schon wieder. Ich hasse auch, dass diese Nachbarn ständig reinkommen. Weißt du, ich mag schon im echten Leben keine Nachbarn. Und dann diese Sims-Nachbarn, die immer kommen und irgendwie dein Essen aus dem Kühlschrank wegknabbern. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen, Scott. Okay. Dann kann man die irgendwie bitten zu gehen, weil die killt einfach nur meinen Vibe. Schau, dass du wegkommst! Schleich dich weg von meinem Grundstück! Jetzt kommt gleich der Scott! Ciao! Auf nie mehr Wiedersehen, ich hoffe, du fliegst die Treppen runter. Okay. Wo ist jetzt der Scott? Waiting for Scott. Ähnlich anstrengend wie das Warten auf Godot. Ihr größter Wunsch ist es, Bob zu beleidigen. Ach, hier ist er schon, den habe ich gar nicht gesehen. Von Herzen kommende Komplimente machen, das ist super. Wieso? Schau, das ist unhöflich. Man setzt sich nicht an den Computer eines Fremden. Alles läuft nach Michis Plan. Zumindest in der Sims-Welt. Vom Nervenkitzel des Stehlens schwärmen. Sophie hat erfahren, dass Travis Single ist. Na dann, wo ist der Ehevertrag? Bitte schnell unterschreiben. Okay. Oh, bin so aufgeregt gerade. Romantik. Um Verabredung bitten. Boom. Das ist schön. Michis Herz lacht.
Wo machen Sie Ihr Date? Im Magnolienblütenpark, im Städtischen Museum, im Nachtclub zum blauen Samt. Es klingt, als würde man dort nur schwanger werden. Und gehen wir heute in den Nachtclub. Hey, wer hat die Tür abgeschlossen? Lass mich rein. Das ist für gewöhnlich mein Spruch. Okay. Verführerisch flüstern. Sims können Selfies machen? Das ist ja ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ach, hier gibt's Ziele. Okay, mit Verabredung Kontakt knüpfen, das habe ich ja schon so gut wie gemacht. Die sind toll. Das sind hier alle auf Mushrooms. Es ist okay. Man muss nicht mitmachen, aber man kann sie ja akzeptieren. Die Entscheidungen, die manche Leute treffen im Leben. So. Aufreizend posieren. Jetzt bin ich gespannt. Sophie, bitte blamiere mich nicht. Also das war jetzt wirklich nicht so aufreizend. Du solltest mal die Fotos aus meiner Jugend sehen. Flirten! Oh oh. Oh na, was ist jetzt passiert? Wieso mag er mich nicht? Oh na, was ist los? Das ist ja ein schlechter Abend. Wo ist hier die Bar? Sophie hat erfolgreich einen Gegenstand mitgehen lassen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Toll! Ich liebe Diebstahl. Ich möchte jetzt mit Eliza tanzen, bitte. Wieso gehst du? Kann ich dich verfolgen irgendwie? Hallo? Ersten Kuss erleben. Hey, bleib stehen. Ich möchte dich doch küssen. Wo bist du? Vom Erdboden verschluckt. Das ist sehr traurig, Sophie, wenn man um 3.45 Uhr so in etwa die einzige Person im Club ist. Neben dieser Frau hier, und die ist sicher ein Escort. Beziehungstipps geben. Stopp, stopp, stopp. Dieses Date muss gut ausgehen. So, ich möchte jemanden küssen. Ersten Kuss erleben. Ach, schön. Mein Job ist getan. Bitte gib mir deine Kreditkartennummer. Ach, wieso gehst du? Jetzt war es gerade so schön. Na gut, dann muss ich jetzt auch nach Hause gehen. Außerdem möchte ich gerne eine Aspirin nehmen und kalte Pizza aus dem Kühlschrank essen. Na stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich möchte Katrina einladen, um auf dem Grundstück abzuhängen. Du bist herzlich willkommen bei mir, Katrina. Besonders deswegen, weil du so heißt wie ein fürchterlicher Hurricane. Ja, wo bleibt sie? Pünktlichkeit ist mir wichtig. Hier ist sie schon. So. Oh oh. Diese Musik. Techtel, Mächtel. Die ganze Nacht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist doch kein Techtel, Mächtel. Ja. Techtel, Mächtel mit. Na, mit wem wohl? Katrina Caliente. Wenn ich das mal gewusst hätte, dass die so heißt. Name ist Programm, Katrina. Hol die Kerzen raus. Ach, das ist schön. Es ist halt jetzt auch so ein bisschen unangenehm, das anzusehen mit euch. Hier würde ich gerne stoppen. Die Moral von der Geschichte ist, selbst wenn du ein schlechtes Date hast, du kannst immer noch mit zwei weiteren Personen im Club flirten und dann mit einer von ihnen ein Techtelmechtel im Bett haben. Und danach bist du sehr glücklich. Bin froh, dass ich Sophie zu diesem Glück verhelfen konnte. Sie muss sich jetzt nicht im Ozean ertränken, finde ich schön. Finde ich persönlich sehr schön. Wenn ihr ebenfalls Lust habt, euren Sim auf ein schönes Date zu schicken, das hoffentlich vielleicht besser ausgeht als mein Date mit Travis Scott. Och, wenn ich diesen Namen auch nur höre. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu testen. In der Sims 4 Game Time Version 48 Stunden. Genug Zeit, um viele schöne Dates zu haben. Wenn ihr mich fragt, okay, das war doch wirklich wunderbar. Ich muss mich jetzt auch wirklich verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bitte sagt mir doch in den Kommentaren, ob ihr gerne mehr Let's Plays von mir sehen würdet. Ciao!